beliebtes Ausflugslokal. Der Berliner Müggelturm feiert Wiedereröffnung. Nach jahrzehntelangem Dornröschenschlaf wurde der Müggelturm in Berlin feierlich eröffnet. Köpenick hat sein Wahrzeichen zurück. Unter den Köpenickern und den Rest der Stadt herrschte mega Vorfreude. Super, ganz toll. Viele Menschen, fröhliche Menschen. Und auch, dass die Menschen das hier so annehmen, super. Kommen Sie aus Köpenick? Ja. Und Sie wollen jetzt in Zukunft öfters herkommen am Wochenende, oder? Auf jeden Fall. Das wird ein Ausflugsziel für uns sein. Ja. Na, der Turm hat ja lange Zeit im Dornröschenschlaf gelegen. Ne? Und das, was die Vorbesitzer hier gemacht haben, war einfach nicht schön. Und der Matthias hat hier echt was auf die Beine gestellt. Toll, die Köpenicker ein Wahrzeichen und wird bestimmt von ganz Berlin wieder angenommen, von Touristen sicherlich. Also einmalig, ich finde es ganz toll, dass sie den wieder zum Leben erweckt haben, was wir gar nicht mehr geglaubt haben. Ich habe hier meine Kinder und ihre Kindheit hier verbracht. Wir haben hier immer gezeltet. Also es war immer ein Erlebnis. Wir waren trotz mit den Kindern gefahren. Also ich freue mich sehr und wünsche auch, dass es so weitergeht. Also an den heutigen Tag ein Erlebnis für uns alle. Leute, kommt her und wir können sehen, was hier passiert ist. Ganz toll. Danke. Alles Gute für euch. Bleibt alle gesund. Für dich? Ja. Wieder hören wir zu Hause noch. Tschüssi. Herr Astor, Post TV, schönen guten Tag. Die Fangemeinde reißt da nicht ab. Ihre Eindrücke heute zur Öffnung hier zum Müggelturm? Ja, war doch sicher ein schönes kleines Volksfest hier in Köpenick. Fand ich ganz toll. Ja. Wetterstunde, die Leute waren gut drauf, waren alle guter Stimmung. Also mir hat es sehr gefallen. Wunderbar, Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ja, danke. Alles Gute, danke. Okay. Und Sie kommen auch aus Köpenick? Sie gucken so, Patrice, sagt, wo kommen Sie her? Ja, da guckt man so, ja. Ja, in Rudo gucken die Leute so, wie sie gucken. Ja, ja, ja. Da seid ihr neidisch wegen so eines schönen Turms. Den habt ihr in Rudo nicht. Ja, liebe Freunde, ich sehe meinen Bürgermeister noch nicht. Ich sehe eine Kamera. Einen fröhlichen guten Tag. Wenn das sozusagen übertragen wird, sage ich einen schönen guten Tag. Der 29,61 Meter hohe Turm hat 9 Geschosse mit Panoramafenster und eine Plattform, die über 126 Stufen erreichbar ist. Oben angekommen, genießt man dann einen wunderbaren Ausblick über Berlin. Der Köpenicker Immobilienunternehmer Matthias Große hatte das Areal des denkmalgeschützten Müggelturms im Mai 2014 gekauft. Und wo ein Turm, da ist auch ein Igel. Hier sind Sie. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Können wir ein bisschen mehr Ton geben? Genau, hallo. Also nochmal ganz kurz. Das ist Matthias Große. Erkennt man an dem breiten Kreuz und an der durchaus durchsetzungsfähigen Haltung, wenn ich das mal so sagen darf. Da weiß man sofort, wer der Boss ist. Und nicht weniger mit Haltung schon seit Jahren für unseren Stadtbezirk, der Bürgermeister Herr Igel. Ja, jetzt wollen wir es also wirklich machen. Jetzt geht es los, Matthias. Hier ist viel geschafft worden in der letzten Zeit. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind heute an dem 1. Mai 2018 und dass wir es wirklich geschafft haben, Wort zu halten. Die Köpenicker sollen ihr Wahrzeichen wiederbekommen. Sie alle haben seit Jahren darauf gehofft, haben uns ganz, ganz doll unterstützt, haben uns viel Zuspruch gegeben. Wir freuen uns sehr, dass Sie wirklich heute ab heute einen Punkt haben, der Köpenick wieder auszeichnet. Wir haben 18 Jahre lang das Objekt war nicht so besonders aufgestellt. Sie wissen das alle. Viele, viele, viele haben sich darüber geärgert. Das soll nicht mehr sein, das wird nicht mehr sein. Und in diesem Zusammenhang gilt natürlich mein erster Dank den Leuten, die an uns geglaubt haben, meinem Team, das seit vielen, vielen Jahren hier oben alles das getan hat, was zu tun ist. Und wir haben auch noch viel zu tun, auch das wissen wir, auch das geben wir ehrlich zu. Aber es ist nicht so schlimm, heute war wichtig, dass der Bezirk auch weiß, dass wir ab heute eine Gaststätte hier haben, dass wir die Terrassen haben, dass wir alles, dass die Restaurants, alles wieder genutzt werden kann, wie vor vielen Jahren. Und deshalb, liebe Köpenicker und liebe Gäste, herzlichen Dank, dass Sie da sind und einen schönen 1. Mai wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Auf jeden Fall, Herr Kahner, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen und ein großes Dankeschön an Matthias Große und seinem Team dafür, dass sie es geschafft haben, in der Zeit ambitioniert Müggelturm wieder zum Wahrzeichen Berlins zu machen.
nicht nur von Treptow-Köpenick. Natürlich, das ist hier unser Leben gewesen, unsere Erinnerungen, die über Jahrzehnte mit dem Müggelturm hier verknüpft waren. Und jeder hat also seine Geschichten zu erzählen. Aber der Hauptmann hat ja gerade hier noch ein paar Gäste von auswärts, internationale Gäste begrüßt, sogar aus Wilmersdorf, aber nicht aus Schmargendorf sind sie heute hierher gekommen. Das ist das, was wir uns wünschen. Das ist die erste Adresse für Berlin, wenn man einen Ausflug machen will. Dann möchte man, dann soll man, dann muss man künftig zum Müggelturm kommen. Zur höchsten natürlichen Erhebung Berlins, 114 Meter, da wird jeder blass, meine Damen und Herren. Und Sie werden von diesem Müggelturm den schönsten Ausblick auf Berlin haben. Und daran haben ganz viele mitgewirkt und da gilt mein ganz herzlicher Dank. Und ja, natürlich, Herr Kanner, da ist man ein bisschen stolz drauf, dass das hier gelungen ist. Und wir haben darauf gesetzt, dass Herr Große das schafft, unter Mühen, ne? Von allen Seiten, aber das hat funktioniert. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt müssen Sie alle und alle Berlinerinnen und Berliner und darüber hinaus was machen. Jetzt muss jeder hierher kommen, und zwar nicht nur heute, sondern immer wenn es schön ist oder auch wenn es nicht schön ist. Ne? Es wird hier ein tolles Programm geben. Genau, es wird immer ein Programm geben. Es wird immer was los sein und deswegen heißt es jetzt weitersagen, der Müggelturm ist wieder da und laden Sie einfach alle ein Stück Köpenicker zu werden. Köpenicker hier mit einem Besuch am Müggelturm. Genau, Jung. Also wir werden in jedem Fall die Veranstaltungsserie in den Zeiten, wo man das machen kann, im Sommer, wo es schön warm, wo es angenehm ist, durchführen. Wir werden hier viele Events spielen lassen. Wir haben das fangen ja heute damit an mit Frank Zander, Frank Schöbel, Tom Astor. Wir werden schöne Mondscheinnächte auf den Terrassen durchführen. Die Gäste der Gala, die gestern Abend dabei waren, haben gesehen, wie schön das Berlin bei Nacht aussieht und ab 22 Uhr auf dieser Terrasse, auf der größten Sonnenterrasse Berlins überhaupt. Kann ich empfehlen, bei gutem Wetter sehen Sie 60 Kilometer im Umkreis bis Tropical Island. Und der Rest mit der Skyline, da arbeitet der Bezirk noch mit mir gemeinsam dran, dass wir da ein paar von den Bäumen in die Richtung bringen, dass Sie auch was sehen können von der Stadt, um es mal ganz nett zu formulieren. Und wenn wir das geschafft haben, weil die Bäume auch die letzten 20 Jahre gewachsen sind, dann glaube ich, ist Köpenick da, wo es hingehört. Die können wir uns feiern, bis 400 Personen gestalten. Wir werden Hochzeiten, wir werden versuchen, mit dem Bezirksamt gemeinsam eine Außenstelle des Standesamts hier oben zu errichten, damit die Leute am Müggelturm auf dem Areal heiraten können. Und ohne dem Rathaus natürlich Konkurrenz machen zu wollen, das ist natürlich klar. Die Entscheidung dürfte klar sein, wer im Sommer wo und im Winter wo heiratet. Aber das wäre eine schöne Teilung. Und das wäre auch mein Traum noch für die nächsten Jahre, dass wir wirklich dieses Standesamt hier oben eröffnen können, dass die Leute auch immer hochkommen, dass wir eine Buslinie hier hochbekommen, dass wir eine Shuttle-Linie hier hochbekommen, dass die Leute immer sich bewegen können und dass wir die Verkehrssituation auch wirklich lösen. Das sind die Ziele, die wir haben.